Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Dungeons 3. Und ich werde das Ganze nicht allein spielen, sondern wir werden das Ganze als Koop-Let's Play spielen. Und dafür habe ich einen der Entwickler sogar angeschrieben, und er hat zugesagt. Das hat mich sehr gefreut, und darum ist es mir eine große Freude und Ehre zu sagen, hallo Flo! Hey ho! Yo, das war einfach, ne? Das war sehr einfach. Das, ja, ja. Für dich ist es ein sehr ausführliches Anschreiben, doch, muss man schon sagen. So, also da hast du schon ja, richtig Arbeit reingesteckt. Ich glaube, ich habe geschrieben, wollen wir es Koop zocken? Irgendwie sowas, ja. Ich glaube, ungefähr. Wie auch immer, du bist wirklich einer der Entwickler dieses Spiels. Yep. Du kannst sogar in die Credits schauen. Ja, genau. Wenn ich sie finden würde, wahrscheinlich unter Extras. Extras, ja. Das könnt ihr dann selber machen. Die laufen in der ersten Mission eh auch nochmal vorbei. Schon. Ja, dann machen wir das ja. Da. Also, es ist, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, dein erstes Spiel, das sozusagen auf den Markt gekommen ist, nicht nur ein Mod. Wo ich von Anfang bis Ende dabei war, genau. Genau, ja. So, wie ist das Gefühl zu sagen, ich habe ein Spiel, richtiges Spiel entwickelt? Es hat schon was. Nee, ist cool. Also, hat sich jetzt auch ein bisschen gezogen. Ich weiß nicht, ich glaube 2 Jahre oder sowas waren das jetzt. Daher ist das dann schon ganz cool, wenn es dann fertig ist und rauskommt und Leute es nicht ganz schlecht finden. Ja, das, also ich habe es bisher zugegebenermaßen noch nicht wirklich gespielt. Doch, ich habe das Tutorial gespielt. Ich auch nicht. Du hast es ja entwickelt, das muss ja reichen. Ja, nee, das ist halt wirklich das Schlimme, weil es ist halt so, während der Entwicklung dieses Jahr, gut, also nach der Arbeit habe ich dann ehrlich gesagt nicht mehr wirklich viel Bock, nochmal das zu machen, was ich in der Arbeit mache. Und dann hat man halt während der Arbeit nur so dieses, gut, ich habe hier was ich fixen muss, also spiele ich jetzt die Mission, wo ich fixen muss, aber den Rest kenne ich halt nicht. Deswegen so in einem kohärenten Ding kenne ich es tatsächlich selber auch nicht. So gesehen freue ich mich auch drauf. Ja, dann würde ich sagen, reden wir nicht lange rum, sondern wir starten direkt. Das Ganze hat nämlich mittlerweile eine Koop-Kampagne, wo ich mich sehr darüber freue. Ich drücke mal hier auf Hauptkampagne. Der Schatten des absoluten Bösen. Der Schatten des absoluten Bösen hatte das Meer überquert und hielt Ausschau nach dem gewählten Ziel, einer Dunkelelfe namens Talia. Genau, es geht im Prinzip. Das wird noch öfter passieren. Ich glaube auch. Es geht im Prinzip da weiter, wo das Zweier aufgehört hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Und ich drücke jetzt hier, also man kann entweder Singleplayer logischerweise spielen oder Koop, darum drücke ich da jetzt mal drauf. Und Flo, die Spieler-ID heißt 23809. Na dann. Genau, und jetzt sieht man hier Mitspieler verbunden, Sanga. Und da komme ich direkt zu meiner ersten Frage. Das Spiel heißt ja Dungeons 3. Mhm. Warum kann man es jetzt nur zu zweit spielen? Weil wir beschlossen haben, es wird sonst ein bisschen zu verplant, wer was macht. Also technisch wäre es tatsächlich möglich gewesen, zu sagen, man macht noch mehr, aber es war wirklich so vom Gameplay her einfach dieses, gut, zu zweit hast du noch die Aufteilung Dungeon draußen irgendwie, aber zu dritt ist dann so ein bisschen what do? Ja. Also, Koop ist halt irgendwie bei sowas normalerweise zu zweit. Irgendwie sinnvoller. Vermutlich. So, dann würde ich sagen, drücken wir mal auf Spiel starten und lassen uns irgendwas vorlesen. Es war einmal vor langer Zeit. Das absolute Böse hatte, im famosen Vorgänger dieses Spiels, die Welt unterjocht und das Gute besiegt. Nun, in einer Welt voll Verderben, verbrachte es seine Tage damit, Cocktails aus den Schädeln der Feinde zu schlürfen und bei einem gegrillten Einhorn am Spieß neue Pläne zu schmieden. Dummerweise gab es da nicht viel zu schmieden. Ein paar Hosenzieher bei den Orks, hier und da ein Streich bei den Schnodderlingen. Es gab nichts mehr, das man noch hätte erobern können. Wochen und Monate vergingen und das absolute Böse wurde immer verschwiegener und zog sich zurück. Tief aus dem Dungeon des deprimierten Bösen hörte man ab und zu ein Murmeln, welches aus dem geheimen Geheimlabor kam. Seine Kreaturen machten sich von Tag zu Tag mehr Sorgen und vermissten irgendwann sogar seine genial bösen Streiche. Irgendwie war es für sie verwirrend, mal nicht geschlagen, gefoltert und in den Tod geschickt zu werden. Andererseits auch eine nette Abwechslung.
Die Äonen verstrichen und die Einhörner gingen zur Neige, als plötzlich eines wunderbaren Tages das geniale Böse sein Geheimlabor freudestrahlend verließ. Es hatte ein neues Ziel gefunden. Ein unbekannter Kontinent, wie in Fortsetzungen häufig zu finden, lag im Osten, vor dem niederträchtigen Bösen nur durch ein lächerliches Meer geschützt. Sofort ließ es eine Flotte bauen. Diese war so gewaltig, dass sie den Horizont verdeckte und war mit den kampfstärksten Kreaturen des verschlagenen Bösen bemannt. Die Flotte setzte zur Überfahrt zu diesem neuen Kontinent an, fuhr aus dem Hafen und sank. Davon ließ sich das sich nicht um seine Kreaturen scherende Böse nicht beeindrucken. Es setzte seine Goblins daran, eine noch viel gewaltigere Flotte zu entwerfen. Diese neuen Schiffe waren gigantisch. Besetzt mit den zweitbesten Kreaturen des verschlagenen Bösen, brach die Flotte auf und sank ebenfalls. Das genervte Böse unterdrückte seinen unerbittlichen Zorn auf die Schiffsbauer. Offensichtlich musste es sich selbst um die Sache kümmern. Mit einem Seufzen setzte es zu einem Zauber an und erschuf einen Schatten, ein Geschöpf absoluter Schwärze und Bösartigkeit. Dieser Schatten flog nun über das Wasser gen Osten. Dort würde es ein Gefäß finden, ein korrumpierbares Wesen, das dieses Land im Namen des Bösen einnehmen würde. Ja, ich würde sagen, das Spiel macht humortechnisch auch direkt da weiter, wo das 2 aufgehört hat. Gnadenlos. Der große Paladin Thanos, Held der noch viel östlicheren Königreiche und ein widerwärtig guter Zeitgenosse. Gerade besuchte er zusammen mit seinen Kameraden die ermüdende Bibliothek in Twistram, um nach seiner Ziehtochter Talia zu sehen. Nun, Talia, berichte mir von deinen Studien. Kommst du voran mit den Schriften der alten Weisen? Ja, Thanos. Ich habe es langsam verinnerlicht und bin dem Guten einen Schritt näher gekommen. Das Verlangen in mir, Böses zu tun, ist besiegt. Wirklich? Ausgezeichnet. Ich bin stolz auf dich, mein Kind. Widme dich weiter deinen Studien. Ich werde nach Sturmluft reisen, um ein paar Dinge zu klären. Ich werde aber bald zurückkehren. In der Zwischenzeit wird mein treuer Freund Grimli die Lande beschützen. Sollte dich etwas bedrücken, kannst du dich an ihn wenden. Nicht wahr, Grimli? Ei, natürlich, Thanos. Ich werde auf die verdammte Elfe, ich meine dein Mädchen, ein Auge haben. Du kannst dich auf mich verlassen. Dann auf bald, meine Freunde. Möge die Göttin über euch wachen und das Licht ewig leuchten. Gute Reise, Vater. Ich werde dich mit Stolz erfüllen. Gut ist, wer Gutes tut. Ach, diese unerträglichen Floskeln sorgen immer für einen widerwärtigen Geschmack in meinem Munde. Diese unnatürlich guten Helden ahnten derweil noch nichts von der Bösartigkeit, die sich im Süden gegen sie zusammenbraute. In einem Moment graste dort noch eine Schafherde. Und im nächsten Moment, mit einem sinnverwirrenden Knalleffekt, der die Hälfte unseres Special-Effects-Budgets verschlungen hat, trat der Schatten in die Welt. Sein Ziel, eine Dunkelelfe, gefangen zwischen Gut und Böse, war ganz nah. Als sich der Schatten des unsäglich bösen Bösen durch die Welt bewegte, starb diese um ihn herum. Pflanzen verdorrten, Tiere vergingen, amerikanische Serien wurden abgesetzt. Quasi wie ein Picknick mit meiner Familie. Jo. Mhm. Ne? So, wir haben hier einen Schatten und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, können wir den gemeinsam steuern. Ja, aber ich überlasse es mal dir. Mach trotzdem mal so als Vorführeffekt. Boah, er bewegt sich. Ah! Genau. Ja, ich muss, nachdem ich nicht Vollbild habe, mit VSD hier ein bisschen rumvorwerken, aber das kriegen wir hin. Mhm. So, Also ich muss
eins sagen, die Grafik gefällt mir. Ich hab dir das ist doch schon mal schön. Ich sehe wen. Da ist wer. Ah, Schurken. Warte mal. Erreichte Twistram. Wo ist ein Twistram? Da oben. Das ist das Dorf da, ja. Ich vermute, ich also soll... Also darfst erstmal den Weg folgen. Der Schatten des weit entfernten Bösen fand sich ganz in der Nähe von Twistram wieder. Er konnte die Präsenz seines Ziels förmlich spüren. Nehmt diese Laternen, Männer, und lasst das Licht der Göttin leuchten, denn die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Außerdem liegt hier ein Haufen Pferdedung herum. Ich bin vorhin schon in einen getreten. Für die Dunkelheit. Oh, ich meine, für das Licht. Tut mir leid, ich bin noch in Ausbildung. Das ist jetzt etwas suboptimal. Natürlich war der Schatten des übermächtigen Bösen eine unsagbar kraftvolle Kreatur. Aber mit Licht hatte er es nicht so. Es war sicher klug, dem Lichtschein der Laternen fern zu bleiben. Kennst du das bei Spielen, wenn man nicht sicher ist, soll ich jetzt weiterrennen oder triggere ich dann den nächsten? Ja. Ja, einst der Martinszug. Man könnte meinen, irgendein Verrückter hat die hier aus reiner Böswilligkeit aufgehängt. Dabei bin ich doch hier für das Böse zuständig. Wie auch immer, der Schatten des gemütlich vor seinem Kamin eingekuschelten Bösen war äußerst anfällig für Licht und würde darin unweigerlich Schaden nehmen. Es war wichtig, Lichter tunlichst zu meiden. Mhm. Habt ihr eigentlich mal mitgezählt, wie viele Anspielungen ihr eingebaut habt? Der Schatten erreichte den Eingang von Keine Chance. Dieser war glücklicherweise nicht verschlossen, dafür aber hell erleuchtet. Gott sei Dank patrouillierte davor ein unglückseliger Wachposten, den der Schatten mittels seiner immensen Kräfte übernehmen konnte, solange er sich nicht im Licht befand. Ich bin mal so frei. Ja, mach mal. Was war denn das? Ich glaube, das dritte Bier vorhin war schlecht. Leider herrschte die Übernahme durch den Schatten nur für eine begrenzte Zeit, ehe sich die Wache befreien konnte. Immerhin reichte es aber, um das Tor zu passieren. Nicht weit entfernt befand sich das Ziel des Schattens, Talia, die Dunkelelfe. Schon bald würde sie abermals auf der Seite des Bösen kämpfen. Möge die Göttin mit euch sein, meine Freunde. Es ist bald soweit und das Waisenhaus in der ermüdenden Bibliothek wird eröffnet. Kommt zum großen Platz und nehmt an den Feierlichkeiten teil. Nun, ich weiß ja nicht. Ich hatte eigentlich schon den Abend in diesem Badehaus. Freunde, dieses Waisenhaus ist sehr wichtig für meinen Vater Thanos. Ihr wisst schon, dieser mächtige Paladin, den ihr keinesfalls beleidigen wollt. Schon gut, wir kommen ja. Ausgezeichnet! Möge das Licht der Göttin über euch erstrahlen und wir uns gemeinsam zu diesem berauschenden Spektakel am großen Platz einfinden. Folgt mir, meine Freunde! Für das Böse, Licht meine ich. Haltet das Licht schön hell, denn die Nacht ist dunkel und voller Schnecken. Oder Schnacken? Naja, irgendwas in der Art. Ja. Dann finden wir sie doch mal, oder? Jetzt kommt schon einer, der patrouilliert. Ja. Ja. Nix. Ich stelle jetzt gerade fest, wie viel einfacher die Mission ist, wenn man Assets hat. Ich habe Editor immer, wenn ich gespielt habe, die Assets ausgemacht, weil es dann schnell lädt. Mhm. Und dann sieht man halt diese ganzen Häuser nicht. Und dann siehst du halt auch gerade so Nischen und so Zeug, wo du reingehen kannst nicht. Und dann ist es so dieses, okay, da kommt eine Patrouille. Wo kann ich hingehen? Ich habe keine Ahnung. Alles ist flach. Ich habe so ein bisschen die Gef-
das Gefühl, ich muss diesen Erzmagier übernehmen. Ich habe das Gefühl, ich bin zu weit weg. Du musst einfach unten lang dann. Ah, da unten, da geht's auch noch weiter. Ha, Sachen. Ja. Ah, da kommt ja noch einer. Ja, aber wenn der jetzt dann umdreht, weil dann genau diese Nische da oben da, habe ich immer nicht gesehen. Das war so dieses. Ja, jetzt geht, Typ. Echt mal. Alter. Ey. Diese zwangshaften Wartepausen immer schrecklich. Wenn man da mal die Entwickler sagen könnte, das sollen sie ausmachen. Ja, ich war. Ja, echt mal. Ach ja. Kannst du eigentlich schon irgendwas sagen, hier, was du, wo ich sagen kann, ah, das hast du toll gemacht? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, was du toll findest. Ja, weiß ich nicht. Was hast du denn gemacht, was ich toll finden kann? Ungefähr bei der Hälfte des Projekts, also habe ich die UI übernommen. So gesehen, wahrscheinlich das meiste, was du bei der UI siehst, darfst du bei mir meckern. Okay. Und halt den Map-Gen, aber den werden wir jetzt in der Kampagne nicht sehen. So gesehen ist das relativ hinfällig, aber. Ja. Dann müssen wir. Das waren so die beiden größten Teile, die ich gewerkt habe. Das heißt, hier diese schönen Bretter und sonst was, die man hier unten sieht, das warst du. Ja, da, also die Grafik natürlich nicht, aber halt das Anbauen und das Layouten und die Funktionalität und bla. Also zu teilen, das ermüdenden Bibliothek sein. Helden mit Laternen rumklicken in Unity. Begannen sich dorthin aufzumachen. Der Schatten des bei Rot über die Ampel gehenden. Das wird in Zukunft alles besser. Alles er würde es getan haben, wenn er einen Mund gehabt hätte und versuchte den Laternen so gut es ging. Und diese tollen Floating Credits, die jetzt mal da links und rechts reinfliegen, das habe ich auch verpasst. Ja. Cool, ne? Was zum Henker, wo soll ich hin? Genau, Folge unauffällig der Wache da. Ja. Mach ich. Ja. Sehr unauffällig. Ganz unauffällig. Haha, durch. Endlich war es soweit. Und der Schatten des rechts überholenden Bösen befand sich in Reichweite von Talia, der Dunkelelfe. Nun würde er seine immensen Fähigkeiten dazu nutzen, kurzzeitig Besitz von ihr zu ergreifen. Wahrscheinlich war mal zu langsam. Mein Vater wäre sehr stolz, wenn er heute bei uns sein könnte. Es ist in seinem Sinne, dass wir den Jungen und Schutzbedürftigen hier ein Zuhause geben. Deshalb freue ich mich, dieses Waisenhaus in Schutt und Asche zu legen und euch alle gleich mit dazu. Genau. Was hat sie gesagt? Sterbt! Boom. Stirb, Haus, stirb. Du kannst jetzt übrigens steuern und so, ne? Ach so. Ich spüre die Kraft in mir. Sie ist über 9000. Nicht, dass es irgendwie Einfluss hat. Doch, wen ich zuerst töte. Das stimmt, ja, richtig. Die schwarze Magie der Dunkelelfen. Sofort machte sie sich daran, diese Mächte des Chaos auf die Welt loszulassen. Mach doch mal. Ich reiße euch in Stücke. Boom. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich will nichts damit zu tun haben. Ah ja, jetzt kommst du wieder so. Noch mehr Achievements. Habt ihr alle im ersten Level eingebaut, oder wie? Alle Achievements im ersten Level, ja. Nee, pro Level 3 Achievements. Ah, okay. Starte das Level, spiel das Level und beende das Level. So ungefähr. Nein, es gibt dann auch noch so ein paar Sachen mit Zeitlimits und bla und bla. Ah, okay. Und keine Einheiten verlieren und bla. Ja, das haben wir geschafft. Bösartiges Lachen pro Minute. Was? Ja, es gibt mal wieder einen Hotkey für böse Lachen. Okay, dann würde ich sagen, geh mal. Wie lange dauert denn die zweite Mission so? Länger, glaube ich. So gesehen, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon dran sind. 20 Minuten. Aber wir machen wir entweder eine mit Überlänge oder wir machen eine kurze erste, wie du möchtest. Komm, wir machen noch eine. Gut, na dann. Yay, auch ins nächste Spiel. Warte auf Mitspieler. Yep, ja, ich bin schon da. Spiel starten. Nachdem wir am Anfang doch viel gequatscht haben. Ja. Sollte uns das jetzt viel quatschen haben lassen. Genau. Was sich jetzt bestimmt ändern wird. Nein.
Twistram sah aus wie nach einem Heavy-Metal-Konzert. Oh, was? Was habe ich nur getan? Oh nein, ich bin wieder dem Bösen verfallen. Mein Vater wird ganz außer sich sein. Er hatte recht, als er sagte, man stirbt als Held oder lebt so lange, bis man selbst der Böse wird. Wobei es irgendwie auch Spaß gemacht hat, böse zu sein. Brandschatzen und diesen miesen Gutmenschen zeigen, wo der Hammer hängt. Ha! Die haben ohnehin nur auf mich herabgeblickt. Meine Rache wird furchtbar sein! Der Rabe ist vorher schon lang geflogen. Psst. Das ist das Auge des ultimativen Bösen. Ah. Ich warte ja drin immer noch, dass Medivh da rauskommt. Während Talia mit einem typischen Bösewicht-Monolog beschäftigt war, geschah etwas um sie herum. Aus den Tiefen erhob sich ein pulsierender Kristall, angefüllt mit der Macht des magisch versierten Bösen. Ein Dungeon-Herz. Nicht zu verwechseln mit diesen Dungeon-Herzen aus anderen Spielen. Wir wollen ja nicht verklagt werden. Es wäre ja auch nicht das erste Mal. Macht ja auch nichts. Jedenfalls ist das Leben schön und ich habe mich gerade verquasselt. Sanfte Grüße. Was sind eure Extreme? Geheime mentale Botschaften wurden zwischen Talia und dem Kristall des mental versierten Bösen ausgetauscht. Wir könnten das an dieser Stelle weiter ausführen, aber es würde in einen dreistündigen Monolog von meiner Seite münden und dafür werde ich auf jeden Fall zu schlecht bezahlt. Also gut. Ich werde diese Menschen leiden lassen dafür, dass sie mich verspottet haben. Vaters Handlanger haben mich nie gemocht, als Spitzohr gar beschimpft. Es wird Zeit für meine wohlverdiente Rache! Dass die Spiellogik verinnerlicht habende Böse hatte Talia ein Ziel gegeben. Dort draußen an der Oberfläche gab es diese unverschämten Orte des Guten, die es zu zerstören galt. Kein Problem. Ich werde mich dieser annehmen. Ich und eine Armee des Bösen. Selbstverständlich schickte das strategisch ausgeklügelt denkende Böse seine neue Generalin nicht alleine ins Verderben. Ein Dungeon musste errichtet und Kreaturen angeheuert werden, um ihr eine schlagkräftige Armee zur Seite zu stellen. Natürlich wusste das ausgeklügelt denkende Böse bereits, wie der Hase im Dungeon lief. Sollte es allerdings etwas kurzzeitig verdrängt haben, konnte es dies mühelos im famosen Almanach nachschlagen. Ich sehe, du bist hier schon unten schon am Ausgraben. Ich mach schon mal ein bisschen was. Du machst schon mal ein bisschen was. Was habe ich denn hier eigentlich gefunden? Was ist das denn? Irgendein Buch? Überlinger nicht allzu gigantisch wird. Ah, Perks. Wie sammle ich die ein? Links draufklicken. Sorry, jetzt habe ich schon genommen. Ich leg's mal wieder hier. Ich leg's mal in den Thron rum. Wobei, ich glaube, die werden eh in die Treasury gebracht. Dann leg ich's mal hier hin. Passt. Die sind wie im Zweier. Also kann man auf Einheiten droppen und dann kriegen sie einen Bonus. Okay. Die Helfer des grandiosen Also da schwebt jetzt eins rum, ich weiß nicht, ob das so gewesen. Gut überarbeitet hatten sie sich auch nicht. Ja. Aber wie auch immer, das forschende Böse hatte nun einigen Forschungen nachzugehen. Dazu stand ihm das ich neue, verbesserte Forschungsmenü. Ja, das eine ist nicht genau da, aber es wird schon passen. Kleinigkeiten. Genau, so, also was haben wir denn wieder? Wie beim letzten Mal, können wir auch hier wieder Räume bauen. Schatzkammer haben wir schon und mehr haben wir nicht. Und ich glaube, beim Rest müssten wir forschen. Davon gehe ich aus. Das neue, verbesserte Forschungsmenü TM öffnete sich und gab einen Überblick über die derzeit verfügbaren Technologien. Momentan war die Auswahl noch beschränkt, doch dies würde sich noch ändern. Schließlich war dieser Kreuzzug für das Böse erst angelaufen. Also wenn du vordrückst. Genau, ja, ich bin schon drin. Also wir brauchen jetzt erstmal, was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Guru-Farm. Und Guru-Farm, ja. Genau, darum forschen wir die mal und dann noch ein Versteck. Das hast du, glaube ich, gerade gemacht. Yep, wunderbar. Genau. So, und haben wir schon irgendwo Platz dafür? Nee. Können wir dann mal schauen, dass wir irgendwo einen rausgraben, einen Raum dafür. Ich bin gerade bloß mal dabei, so die ganzen Goldvenen zu verfolgen. Mach mal. Ich grab dabei. Ja. Oder ich lasse es graben, um genau zu sein. Natürlich. Toll gemacht. Ups.
Du musstest ja mal wieder vorgraben. Da. Ja, immer, immer. Wir können doch schon Orks bauen. Genau. Wir haben mal ein, zwei Orks. Jo, ich baue dabei ein Versteck. Mhm. Damit die sich, wenn sie dann schon mal kommen. Kill the spider, kill it. Genau. Hier kann man übrigens Kreaturen anwerben, indem man diese einfach kauft. Und hier oben ist das Limit. Genau, also Arbeiter, allgemein Kreaturen, und das ist aufgeteilt in anscheinend unterschiedliche Fraktionen. Im Endeffekt, genau. Das ist also quasi die Fraktionen, die es ja in Zweier schon gab, das hast du jetzt alle gleichzeitig im Endeffekt. Also halt die Dämonen, die Untoten und die Horde. Mhm. Und man kann zwar prinzipiell sich mehr oder weniger so auf einen spezialisieren, aber für manche Sachen, die du halt für diverse Dinge brauchst, Toolkisten und sowas, magische, dann brauchst du halt teilweise schon von einer bestimmten Rasse was. Okay. Das heißt, früher oder später brauchst du wahrscheinlich von jedem zumindest ein bisschen was. Was zum? Habt ihr jetzt ein Lagerfeuer gecraftet oder was? Ein Lagerfeuer? Keine Ahnung, sah so aus. Bin mir nicht ganz sicher. Ah, du warst da oben schon ein Versteck, okay. Ja, ich habe ein Versteck gebaut. Und auf der anderen Seite wollte ich jetzt eine Hühnerfarm bauen. Eine Guru. Guru. Ja, ja. Ich war ja immer für eine Dodo-Farm, aber irgendwie. Ja, das hätte ja nicht funktioniert, die sind ja schon ausgestorben. Ja, aber dann wären wir quasi das Böse, das dafür sorgt, dass sie früher oder später aussterben, weil wir sie. Also essen. Okay. Wobei, das eigentlich eine gute Frage ist, wie hat Dodo geschmeckt? Ein Grund, eine Zeitmaschine zu bauen. Ja. Da müsste noch mehr Fleisch sein als eine Pute. Boah. Jo, so, das wird die Hühnchenfarm. Die, sobald sie wahrscheinlich wieder 3x3, die magische Zahl. Wahrscheinlich mindestens, genau. Und wie beim Zweier ist es auch wieder, also Räume sollten immer möglichst viele Wand drumherum haben, damit die Effizienz nicht scheiße ist. Ja, das versuche ich immer zu machen, dass ich einen Eingang habe. Jo, genau. Und den Eingang sollte man dann, wenn man es irgendwann kann, auch mit Tür noch zumachen, damit es halt dann 100% Effizienz ist. Mhm. Können wir eigentlich noch, haben wir denn... Ah, das kostet Geld. Mehr Snots! Genau, also hier in der Forschung, da warst du gerade, kann man hier eben machen, dass man mehr von den Schnodderlingen bekommt. Richtig. Wir könnten jetzt, also für die anderen Sachen hier unten, Naga und verbesserte Horde, bräuchten wir jetzt Bösartigkeit und die müssten wir erst und so weiter. Aber wir können noch mehr Kreaturen holen. Ha, dann habe ich auch was geforscht. So. Genau, also das ist das Bevölkerungslimit oben, ne? Genau, ich grab mal noch dir das Gold an, was du nicht mehr abgraben lässt, warum auch immer. Weil wir noch genug anderes Gold im Dungeon haben und sonst die Schatzkammer keinen Platz mehr hat für das Gold, was wir sonst woanders weggraben. Dachte ich mir so. Ach, wurscht. Wir brauchen mehr Geld. Kleinigkeiten. So, apropos mehr Geld, ja, wir brauchen echt gerade mehr Geld. Weil dann brauchen wir mehr Einheiten und dann können wir loslegen. Okay, Mann. Ich sammle jetzt einfach mal ein bisschen Geld ein, was hier oben liegt. Mach mal. Was keiner macht. Wo denn überhaupt? Ach, hier. Rechts in den Gängen war noch ein bisschen fancy. Was. Ich sehe deine Hand. Ja, richtig. Man sieht, wenn die Hände lang genug nebeneinander eideln, dann machen sie auch irgendwie lustige Animationen. Aber nebeneinander? Mhm. Okay. Aber du haust gerade ab mit deiner Hand. Nicht bewusst. Hä? Wo bist du denn? Irgendwie geht deine Hand immer weiter nach Süden. Ja, dann hat es aber auch gemacht. Na, aber meint das. Egal. Wurscht. Mehr Gold, mehr Gold, mehr Gold. So, apropos mehr Gold, ich baue mal ein paar Einheiten. So, jetzt haben wir... Du Kriegshetzer. Oh oh, ein Spinnennest wurde angegriffen. Schon wieder. Bist du sie diesmal, Lünchen? Ja. Wo?
Links oben. Links oben, ja. Stimmt, wir sollten irgendwie noch Pings einbauen. Wenn du Rechtsklick gedrückt hältst, dann kannst du das auf einmal droppen. Ja, okay. Ich glaube, ich habe eh nicht alle ausgewählt, aber ich habe beschlossen, Spinnen sollten wir schon nicht. Ja, die habe ich vorher. Gut, vorher war es bis einer, aber. Mit der Hand erledigt. Wenn das ginge. Oh, wenn das ginge. Nee. Ah, mit zwei Orks oder so. Ups. So, ja. Nein, nicht das ausbrennen. Nee. Dann könntest du ja die Orks schon mal nehmen und an die Oberfläche. Ich wollte gerade fragen, gibt es noch irgendeinen Grund, warum wir warten sollten oder können wir den Gegner platt machen? Nö, mach mal ein paar Gegner platt. Nimm mal einen Evil Hub ein, damit wir ein bisschen Evilness kriegen. Aber mehr Kreaturen können wir jetzt eh nicht mehr haben. Mehr Schlotterdinge. Schlotterdinge. Aber dann los geht's hier. Der hat zwar nicht volle Leben, aber. Ach, Kleinigkeit. Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, alle Kreaturen zu bekommen? F2, glaube ich. Ha, sehr cool. Ach, ja genau, Talia können wir ja mitnehmen. Gedrückt yep. Halten, meintest du. So, genau. Dann du kannst auch, wenn du sie in der Hand hast und einfach draußen dann irgendwo rechtsklickst, dann werden sie automatisch auch. Wen soll ich töten? Wen sollst du töten? Alle. Musst du sie nicht auf dem Eingang droppen. So, hier sind wir angekommen. Zufällig war nämlich der Eingang direkt unter dem Waisenhaus. Na, sowas. So. Blendende Lichtstrahlen trafen die Kreaturen des verwegenen Bösen. Kurz kniffen sie die Augen zusammen im Angesicht dieser widerwärtigen Helligkeit. Schließlich grinsten sie aber zufrieden. Endlich konnten sie den Krieg zu den Gutmenschen tragen und mussten sich... Die Armeen des Bösen erreichten einen dieser widerwärtig guten Orte, die Zerstörung von Twistram überlebt hatten. Das eiskalte Händchen, ich meine Böse, würde sich sofort darum kümmern. Yay, Lebenregeneration. Warum ist Talia eigentlich jetzt nicht mehr overpowered? Weil sie nicht mehr vom Schatten besessen ist. Schatten? Wo ist der? Wo ist der? Ich möchte ihn wieder haben. Der ist gerade im Dungeon-Herz gefangen. Ah. Das, also die Ausrede, es ist gerade Tag, wäre besser gewesen. Psst. Der kleine Ort kommt davon, wenn man improvisieren muss. Und in einen Hort der Bösartigkeit verwandelt worden. Risse bildeten sich an der Oberfläche und aus dem Innern drang etwas erraten. Böses nach oben. Diese Bösartigkeit in praktischer Kugelform war der süße Lebenssaft, der durch die Adern des personifizierten Bösen waberte. Er stimulierte die Armeen des Bösen und ließ dessen Macht anschwellen. Abseits von diesem hochtrabenden Blabla ohne jegliche Auswirkungen im Spiel war es eine weitere Ressource, die hauptsächlich oder ausschließlich für mächtigere Forschungen genutzt wurde. Köstliche Bösartigkeit floss in das Herz des Dungeons und erfüllte es mit Macht. Neue Forschungen waren damit zugänglich, die dem Dungeon zu noch immenserer Stärke. Ich bin mal für Nager. Sofort machte sich das ungeduldige Böse daran, etwas. Weil die kann dann heilen. Das ist super. Ja, genau, das hätte ich auch genommen. Was ist denn hier los? Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Ich habe noch eine Frage. Das auffälligen Bösen unserer Schurken war nicht unbemerkt. Muss ich die immer per Hand einsammeln oder passiert das auch irgendwie nebenbei, diese Bösartigkeit? Das geht von nebenher bei, das geht automatisch. Okay. Wie es diesen trotteligen Helden zu eigen war, schickten sie einen kleinen Spähtrupp los, der sich umsehen sollte. Männer, ausrücken! Seht euch mal um und berichtet mir dann! Hast du schon ein paar Nagas geholt? Yep. Schickst du sie mir noch an die Oberwelt? Kann ich tun. Weil ich habe so ein paar Truppen, die gern geheilt werden würden. Jupp, kommen. Ich komme ihnen mal entgegen, dass sie nicht irgendwie von einem hinterhältigen Guten angegriffen werden. Das wäre ja ganz dramatisch. Wen soll ich töten? Nee, heilen. Ihr Heimer. Heilen? Heilung? Heilung? Heilung. Ja, geht doch. Schneller. Richtig. Das Böse wird siegen. Und der andere? Hält der mit? Oder? Nehmen beide? Ich weiß gerade nicht.
Also wenn sie so einen Bieselstrahl machen, dann heilen sie gerade. Ja, man kann immer nur mit einem heilen. Okay. Ihr wünscht? Auf eine Einheit, ja. Ja. Das kann gut sein. Guck mal, da kommt das berechenbare Gute. Oh, Sachen gibt's. Heal it with fire. Oh, da war gerade in der Hand. Okay, jetzt heilen sie. Okay, passt. Ja, also ich glaube, wir kriegen es auch so hin. Ja, ja. Guck mal schon, wir sind noch rein. Bevölkerung 1 und dann noch mal. Was? Philosophierst du da gerade vor dich hin? Ich hole mir gerade noch eine Naga. Ich schick sie mal hinterher. Das war's für dich. So. So, halt mal noch eine Runde. Langsam verlieren wir doch ein bisschen Leben. Beziehungsweise wir nehmen den Heiltrank. Ha! Haha. Stimmt, wir haben noch Perks. Perks. Wo eigentlich denn? Ja, daheim im Keller. Achso, die ja, Perks meinst du? Ja, die. Sachen. Egal. Weiß ich nicht. Na, mach mal weiter. Jo. Wenn wir die nächsten anhören, dann können die ja die Perks kriegen. Passt. Genau. Au. Mach, dass das platt ist. Geht doch. Können wir mal einen Goblin holen. Vernichtet Wachgebäude. Habe ich die schon vernichtet? So. Wo bist du inzwischen da? Goblin on the way. Juhu. Jihau. So. Gut. Mit anderen Worten, entweder Orte oder Wachgebäude. Okay. Passt. Schneller! Aua! So, das sieht doch gut aus. Ach nee, Heiler. Ja, wurscht. Was ist eigentlich der blaue Balken unter den Heilern? Was macht der? Das ist Cooldown. Ah, okay. Im Endeffekt. Ich meine, wenn ich schon mal einen Experten da hab. Ja. Die Armeen des Bösen? Hier? Verdammter Mist. Wie ist denn das passiert? Wird wohl Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren. Los, Männer, bereit machen, um Welle für Welle anzugreifen. Entschuldigung, Sir. Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir alle auf einmal angreifen würden? Wo bleibt da der Spaß? Welle für Welle. Das ist eine Strategie mit Brusthaar. Dank der minderen taktischen Finesse des Gegners war dessen Vernichtung quasi alternativlos. Es war also bereits Zeit, für die Siegesfeier zu dekorieren, Bier zu besorgen und orkische Tänzerinnen anzuheuern. Na gut, orkische eher nicht. Mich schaudert bei dieser Vorstellung. Mit denen werden wir spielen fertig. Überlasst sie mir. Also ich meine, haltet sie auf und steckt ihre Schläge ein, während ich sie mir vornehme. Auch die zweite Insel des Guten wurde von den Horden des strategisch versierten Bösen gnadenlos überrannt und in eine Bösartigkeitsinsel verwandelt. Schon bald würde hier weitere exquisite Bösartigkeit an die Oberfläche tropfen. Ausgezeichnet. Ah. Wenn du gerade da bist, lass mal kurz zurückkommen. Bild. Es tropft aufwärts. Ganz zurück. Erstmal drauf kommen. Noch besser als in Dungeons 2. Für das ich an dieser Stelle natürlich keineswegs Schleichwerbung machen möchte. Ebenso wenig wie für sein grandioses Add-on. Und da kannst du in einem Perk noch irgendwas draufschmeißen. Ich habe hier gerade gesehen, das war auch noch ein Perk, den habe ich übersehen. Aber ach, sehr gut. Ja, dann rennen wir mal schnell zurück. Mhm. Eine Drachenechse hast du gefunden. Du hast Sachen. Können wir die nicht anheuern? So, nachdem die jetzt alle hier sind, muss ich die ausruhen lassen oder könnte ich die direkt wieder hochpacken? Die kannst du auch schon wieder hochpacken.
Mit anderen Worten, die Viecher essen nur was, wenn sie unten sind. Nee, die verbrauchen auch, wenn sie oben sind, aber da geht es halt dann automatisch quasi. Okay. Oh, du hast den Schlafsaal halt etwas vergrößert. Etwas. Minimal. Minimal. Du hast ihm die Rüstung schon gegeben? Yep. Passt. Ja, theoretisch könnten wir die jetzt hier heilen lassen. Oder nicht. Oh nein, das Studio ist abgebrannt. Hier wollte ich doch heute Abend noch Pilates machen. Schneller. Das bösartige Böse. Aha. Was habe ich denn jetzt geschafft? Bösartigste. Ah. 1000 Evilness eingesammelt. Fancy. Aha, wir sind ja so langsam, dass wir schon so viel Evilness brauchten. Psst. Psst. Das gründliche Böse. Oder genau. So. Oh, genau so ist es. Das ist Thanos besser. Muss sterben. Du willst doch nur alles da unten ausbauen. Psst. Ich find's ja gut, dass ich wenigstens so halb sehe, was du da machst. Mhm. Wenn auch leider nur halb. So. Ja? Ja. Der Regenerierende, perfekt. Ja, wunderbar. Alles Gute muss sterben. Wie sieht's denn aus? Können wir noch irgendwas forschen? Oh, verbesserte Horde. Sehr gut. Das klingt doch auch ganz gut. Ich war mal so frei. Ja. Oh, Schnodderlinge können wir nicht mehr. Oh. Aber du kannst eine neue Einheit beschwören, wenn du willst. Das könnte ich machen, ja. Wenn wir nochmal hier. Ah, was haben wir denn jetzt für eine Verteilung? Hm, holen wir mal Mark. Sieht man eigentlich die XP an den Viechern, wann sie ein Level-Up haben, nicht, oder? Oder theoretisch? Ist wenn du einen auswählst, da ist dieser runde, also dieses doch, das Icon mit der Zahl und da ist so ein Indikator drumherum. Okay, das ist dann doch die XP. Okay. Pfui, Spinne. Ja. Extra subtil. Mehr Geld. Moment mal, hä? Also wenn ich jetzt alle auswähle, sind ja mehrere Balken. Da ist einmal irgendwie wahrscheinlich der Cooldown. Wenn sie Schaden nehmen, ist ja das Rote und dann noch irgendwas Grünes. Ist das? Das Grüne sind auch die Leben. Nee, aber wenn du einen auswählst, dann hast du, also wenn du haberst, dann ist eben eine Zahl und dann eine Zahl drumherum da ist. Dann. In der Tat war das Lager des Guten. Ja, also das habe ich gesehen hier, aber ich dachte, dass man es auch vielleicht auch sieht, wenn man mehr ausgewählt hat. Alle Inseln des Guten einzunehmen. Aber dies würde ein Sonntagsspaziergang werden. So einfach wie einem Kind den Lolli zu stehlen. Einem Kind den Lolli? Von wegen einfach. Habt ihr das schon mal versucht? Die schreien und weinen und holen ihre Eltern und ihre restliche Familie als Verstärkung. Außerdem können diese kleinen Biester verdammt feste zubeißen. Nicht, dass ich da irgendwelche persönliche Erfahrung hätte. Ich habe darüber gelesen. Das ultimative, chaotische, absolute, was auch immer böse, wird zufrieden sein. Ich bin es. Vater wird außer sich sein. Weißt du wirklich, was mit du was da haben tust? Wir hier? Du wolltest doch gut werden. Rüstungswert. Du hattest dich dem Licht verschrieben. Geh in dich und überdenke deine Taten. So, Attacke. Und dann haben wir sie hier nämlich auch gleich geklappt. Ich hab auch nicht den ganzen Dungeon ausgegraben. Wow. Das ist jetzt echt mal durch. Eben. Halt die Klappe, gutes Ich. Yay! Talia und die Armee des zerstörungswütigen Bösen hatten es geschafft und Twistram und alles Umliegende vernichtet. Das Gute Ach, wir sind so gut, böse. It's good to be bad. Entschuldigung, ich meinte natürlich. Moment, falsches Spiel.
Wie war das mit dem verklagt werden? Ich darf das. Alle guten Besitz. Ach so. Der Zwergenkönig und alte Saufkumpan von Thanos, dem Paladin, bereiste gerade mit seiner exorbitant großen Armee die Lande, um nach dem Rechten zu sehen. Gott sei Dank hatte das vorausschauende Böse für diesen Fall vorgesorgt. Das Dungeon-Herz hatte sich mit Bösartigkeit aufgeladen und genügend Energie, um als Teleporter zu fungieren. Also für Talia, versteht sich. Oh, gut. Dann macht's gut, ihr tapferen Krieger, und haltet sie auf! Ich bin dann mal weg. Mit einem löste sich Talia auf und verschwand zu einem weit entfernten und sicheren Ort. Die restlichen Kreaturen des opferbereiten Bösen schauten verdutzt, als ihre Generalin sich aus dem Staub machte. Aber nur kurz, denn schon sahen sie sich einer unerfreulichen Streitmacht des Guten gegenüber. Das war das verdammte Spitzohr. Ich habe Thanos immer gewarnt, dass man den elenden Dunkelelfen nicht trauen darf. Alles Verbrecher. Aber jetzt ist damit endgültig Schluss. Ich werde das durchtriebene Mädel finden und ihre Ohren als verdammte Lesezeichen benutzen. Sollte er denn nicht auf sie aufpassen? Wo war der denn? Ach. Ich würde sagen, Galara Fall von Aufsichtspflicht vernachlässigt. Schon, ne? Eigentlich. Irgendwie schon. Einfach inkompetenter Kerl. Ja, so ist das. Ja. Hm. Wie auch immer. Ich würde sagen, das ist doch jetzt eine gute Gelegenheit, die erste Folge zu beenden. Aber ich habe gehört, wir spielen weiter. Habe ich auch. Ja. Irgendwo. Ja. Von daher sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Jo. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus.